Diese Folge von Deist wird unterstützt und präsentiert von Taschengelddieb.de. Tja, Leute, nun ist es soweit. Ihr habt selber Schuld. Eine halbe Stunde Miniaturen-Stuff wird jetzt auf euch einpresseln. Es wird aber ziemlich niedlich heute, denn es geht um Zwerge, Mäuse und um Katzeneulen. Ich bin Dennis und das ist Deist. Einen schönen guten Tag Internet bei einer neuen Ausgabe von Deist, der Sendung über Tabletop- und Miniaturenspiele oder wo man gerne einfach mal sagt, totaler Quatsch. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Tabletop ist. Es kann immer sein, dass sich jemand verläuft, hier raufklickt und denkt, oh, Katzeneulen, Zwerge, total interessant. Aber Tabletop? Hä, was ist das? Miniature Wargaming? Was soll denn der Kack? Oder ihr habt einfach bei Rocket Beans eingeschaltet und habt eigentlich was komplett anderes erwartet. Hier oben ist ein QR-Code, den könnt ihr einscannen, dann kommt ihr auf ein paar Videos, die euch erklären, dass das Tabletop-Hobby wirklich ein Hobby ist, ein ganzes Universum und dass es eigentlich ziemlich cool ist, abseits von dem ganzen nerdigen Kram. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Schaut euch das mal gerne an, aber ich würde sagen, für all diejenigen, die es schon wissen, die können sich in der Zwischenzeit doch einfach mal die News aus der Tabletop-Szene der letzten Woche anschauen und danach finden wir uns alle hier wieder. Die News werden euch präsentiert von brückenkopfonline.com. Vom 8. bis 10. Mai 2020 findet der One-Page-Rule Game Jam statt. Das Ziel ist es, innerhalb von 48 Stunden Tabletop-Spielsysteme gemeinsam zu entwickeln, deren Regeln nur auf eine Seite passen, wie es das Konzept von OPR ist. Die Anmeldung ist kostenfrei und eine echt schöne Idee. Auch wenn Games Workshop aktuell nichts produzieren darf, so gab es dennoch eine Vorschau auf Kommendes für Aeronautica. Die Regeln und Modelle des Avengers Strike Fighters des Imperiums und des Tiger Sharks AX-10 sind veröffentlicht worden. Steamforge Games haben zwei neue Gildenboxen für Guild Ball für den Mai 2020 angekündigt. Dabei geht es um den Scarlet Circle und den Bloody Master der Schlachtergilde. Alle Modelle sind in farblichen Resin gegossen und nicht mehr in PVC, was sich auch auf den Preis niederschlägt, der bei ca. 80 Euro pro Box liegt. So, heute ist nun wirklich das Finale. Der Zwerg von Super Fantasy Brawl wird nun endlich final von mir angemalt. Es geht allerdings diesmal um etwas sehr, sehr Spezielles, und zwar das Feuer. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Hola chicos, wie die Zwerge aus dem Weltrandgebirge es so sagen. In diesem Video finalisieren wir den Zwerg namens Dugrun für Super Fantasy Brawl. Eigentlich wollte ich das ganze Projekt in einem Video abschließen, aber da ich mich dann doch etwas im Bemalflow verloren habe und etwas mehr ausprobieren wollte, wurde es halt etwas länger. Im zweiten Video habe ich mich hauptsächlich um die Eiskristalle gekümmert und jetzt konzentriere ich mich darauf, wie man Feuer malt. An sich war meine erste Idee, das Feuer magisch und blau zu machen, da ja auch irgendwie alles andere an der Figur sehr gefroren ist. Doch dann dachte ich mir, ach komm, Style over Substance, ist doch egal, ob ihn das Schild wegschmilzt, Hauptsache es sieht gut aus. Dafür habe ich folgende Farben verwendet. Von Scale Color nutze ich das White, das Sol Yellow, Mars Orange, Orange Leather und das Flat Black. Hinzu kommt von Schminke noch das Super White. Im letzten Teil der Serie habe ich fälschlicherweise gesagt, dass das Weiß von Tamiya ist. Ist es nicht, da kam ich ein bisschen durcheinander, es tut mir leid, es ist von Schminke. Ihr habt mit Sicherheit aber auch schon bemerkt, dass ich hier kein Rot benutze. Also eine Farbe, die eigentlich klassisch für Feuer ist. Da der Zwerg zwar einen starken Comic-Look hatte und ich ihn eigentlich auch so bemalt habe, dachte ich mir dennoch, dass ich gerne ein etwas realistischeres Feuer hätte. Und wenn man sich so mal Bilder und Videos von Feuer anschaut oder sich ein richtiges Feuer anguckt, dann ist es nicht wirklich in Rot gehalten, sondern hat sehr viele Orangetöne und die sind auch überraschend gedeckt. Die Kraft kommt eigentlich nur durch die Leuchtkraft an sich und weniger durch die Farben. Daher mein Fokus auf Orange. Also, als erstes kommt eine komplette Grundschicht mit Sol Yellow auf die Flamme. Dabei ist das unsere Grundfarbe. Was wir hier jetzt benutzen, ist die Layering- oder Schichttechnik, zu der ich auch schon mal ein gesondertes Erklärvideo gemacht habe. Normalerweise schichten wir klassisch von dunkel zu hell. Das heißt, die dunklen Stellen sind die tieferen und die helleren Stellen sind die oberen. Dieses Mal machen wir es aber komplett umgekehrt. Das heißt, dass die erhabenen Stellen dunkler sind und die tiefer modellierten Stellen heller. Das heißt also nochmal anders ausgedrückt, dass die Lücken zwischen den Flammen heller sind als die Flammenspitzen, die weiter außen sind. Das ist eine gewisse Umgewöhnung, kann aber auch sehr gut aussehen, wenn man eine Lichtquelle malt. Also, ist alles gelb, geht es an die erste Farbschicht. Diese kommt sehr grob mit Mars Orange. Dabei schichte ich es, wie eben gerade gesagt, und versuche hin zur Flammenspitze die Farbe komplett aufzutragen, um so zu simulieren, dass sie immer dunkler wird, wenn sie sich weiter von der Brennquelle entfernt.
Der Farbunterschied zwischen dem Gelb und dem Orange ist jetzt tatsächlich sehr, sehr grob. Normalerweise mische ich hier immer Zwischenschritte der Farben, um beim Schichten dann weichere Übergänge zu generieren. Das mache ich jetzt dieses Mal bewusst anders, um zu zeigen, dass es halt auch anders geht. Wir haben jetzt also diese harten Kanten zwischen den Farben. Nun mischen wir aus beiden Farben mehrere Abstufungen. Das geschieht eigentlich ganz einfach, indem ihr die Farben auf eurer Malpalette großflächig vermischt. Dadurch habt ihr Zugriff auf die verschiedenen Abstufungen der Farbe. Und mit diesen Farbabstufungen versuchen wir jetzt die harte Kante mit einem feinen Pinsel auszubessern. Dadurch werden die Übergänge weicher. Im Endeffekt ist dies eine grobe Variante des Blending. Wir blenden die Farben also übereinander. Man kann es auch nach der klassischen Variante machen, aber ich wollte euch mal zeigen, dass man es auch so machen kann. Ist natürlich eine fitzelige Arbeit und auch nur empfehlenswert für einzelne Miniaturen, kann aber durchaus Spaß machen, wenn man sieht, dass die Übergänge richtig schön fließend werden. Ach Mist, wisst ihr was? In diesem Feuer sind ja noch weitere Kristalle modelliert. Ha, toll, die sind mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Okay, ja, dann muss ich sie halt hinterher auch nochmal anmalen, ne? Behalten wir das mal im Kopf, machen wir aber etwas später. Jetzt müssen wir erstmal dunkler für die Flamme werden und schichten nun den nächsten Layer. Dies ist Mars Orange, welches unser Rot ersetzt und durch die gesättigte Farbe kriegen wir eine Feuerfarbe hin, die ein wenig an ein Lagerfeuer erinnert. Auch hier malen wir wieder nur die erhabenen Stellen an und werden zur Spitze hin kräftiger, aber malen immer etwas weniger Farbe drauf, sodass die vorherigen Stellen nicht übermalt werden und wir immerhin dann noch die unterschiedlichen Abstufungen sehen. Dann verblende ich die Übergänge zwischen Mars Orange und dem Orange Leather auf die gleiche Weise wie zwischen Gelb und Orange. Als letzter Spitzenakzent ist jetzt das Schwarz dran. Dafür nehme ich das Flat Black. Das Schwarz am Ende von Feuerspitzen ist ein schöner Effekt, den ich mir mal abgeschaut habe. Dieser kann nicht nur im Inneren des Feuers Glut simulieren, sondern deutet auch den Übergang zwischen Feuer und Rauch an. Daher kommt das Schwarz jetzt nur auf die starken Extreme der Modellierung, die Spitze der Flamme und einige sehr dick gewölbt modellierte Flächen. Das Schwarz, das jetzt aufgetragen ist, ja, ist doch schon ein sehr, sehr krasser Unterschied zum Rest, weshalb ihr beim Überblenden zwischen Schwarz und Orange Leather etwas mehr Abstufung nutzen solltet, damit es nicht allzu abrupt wirkt. Und et voilà, wir haben Feuer gemacht. Ha, jetzt nerven mich natürlich die kleinen Kristalle im Feuer. Diese wie Eis anzumalen wäre natürlich totaler Nonsens, ich meine, die würden ja direkt wegschmelzen. Daher sollen sie die gleichen Farben wie das Feuer bekommen. Ich bemale sie nach der gleichen Methode, wie ich die Eiskristalle im letzten Video der Serie angemalt habe. Daher zeige ich das jetzt nicht nochmal gesondert. Allerdings auch hier darauf achten, die Kristalle sollen von sich aus leuchten, also die Feuerquelle sein. Daher fangen wir mit der Grundfarbe aus Supra White von Schminke an und werden über Sol Yellow, Mars Orange, Orange Leather und Flat Black immer dunkler. Im Endeffekt invertieren wir den Helligkeitseffekt der Eiskristalle. Die Maltechnik an sich ist aber exakt die gleiche und die könnt ihr euch in der letzten Folge nochmal anschauen. Ach, gerade das Weiß in den Kristallen gibt dem Ganzen doch nochmal einen Kick. Finde ich doch ganz gut jetzt eigentlich. Mir gefällt das so. Man kann das so lassen. So, Feuer fertig, aber eines fehlt noch. Die Flamme soll ja auch etwas Licht abstrahlen und die Figur einfärben. Einen Lichteffekt zu malen nennt man OSL, also Object Source Lighting. Ich reiße das jetzt nur ein wenig an, hatte es aber mal in dem unten eingeblendeten Video sehr viel genauer beschrieben. Schaut euch das gerne noch einmal an. Ich würde das aber trotzdem gerne hier in 3 wichtige Punkte aufgliedern, die ihr vor dem OSL-Malen vorbereiten solltet. Erstens, wichtig ist, dass ihr schaut, wo eure Lichtquelle ist. Das ist bei mir eindeutig das Feuer. Zweitens, dann müsst ihr für euch selbst bestimmen, wie stark die Lichtquelle abstrahlen soll. Ich habe mich dazu entschieden, dass die Leuchtkraft des Feuers nicht allzu stark ist, auch weil die restliche Mini relativ hell bemalt ist. Das sollte man mit einfließen lassen. Und drittens, bestimmt die Farbe des Lichtes, welche auf die Figur von der Lichtquelle abfällt. Das ist in meinem Fall einfach. Ich habe orangenes Feuer, also nehme ich auch Orange und vielleicht ein wenig Gelb. Nun müsst ihr im Kopf haben, wo überall das Licht auftrifft. Im Endeffekt kann das Licht auf jede Fläche strahlen, zu der man eine gerade Linie von der Lichtquelle ziehen kann. Alles, was zur Seite der Lichtquelle hin von dieser imaginären Linie getroffen wird, wird angestrahlt und eingefärbt. Alles auf der hinterliegenden Seite nicht und alles, wohin man keine Linie ziehen kann, weil etwas anderes im Weg ist, auch nicht. An sich ganz einfach, aber man muss sich die Theorie erst einmal ein bisschen verinnerlichen. Nun verdünne ich mir mein Mars Orange also zu einer semi-transparenten Konsistenz. Die ist noch nicht ganz eine Lasur, aber schon sehr nah dran. Mit dieser Farbe male ich nun alles, was vom Licht getroffen werden soll, an. Dabei bin ich zu Anfang relativ grob, um mir das erstmal hauptsächlich zu skizzieren. Da man ja vorher bestimmt hat, wie doll die Leuchtkraft ist, muss man für sich selbst schauen, wie weit dann die Flächen eingefärbt werden. Ich verfeinere dann meinen Lichteffekt etwas, indem die Farbe heller und kräftiger wird.
je näher sie an der Lichtquelle ist. Also je weiter weg, desto dunkler und je näher, desto stärker. Das Schöne daran, dass ich die Farbe halbtransparent gemischt habe, ist, dass man mit mehr und mehr Schichten die Farbe verstärken kann und so auch Übergänge weich macht. An einigen Stellen, die sehr nah am Feuer sind, habe ich auch mit Gelb gearbeitet. Man muss allerdings sehr aufpassen, dass die beleuchteten Flächen nicht heller werden als die Lichtquelle an sich. Denn sonst wirken diese Flächen nicht als angestrahlt, sondern selbst als Lichtquelle und das würde den ganzen Effekt ja irgendwie ad absurdum führen. Daher habe ich das Gelb hinterher wieder mit meinem transparenten Orange eingefärbt. Das klingt jetzt alles nach sehr viel Theorie und Arbeit, ist aber an sich sehr entspannt und macht immer sehr viel Spaß, weil es dann doch nicht so komplex ist, wie man vielleicht denken mag. Ich nehme jetzt einen sehr feinen Pinsel und tunke die Spitze in etwas White von Scale. Warum denn jetzt dieses Weiß und nicht das von Schminke? Der Grund hier ist eigentlich ganz einfach. Das Weiß von Scale ist sehr viel dickflüssiger, weshalb ich bei den Pünktchen, die ich jetzt malen möchte, eine viel bessere Kontrolle über die Farbe habe. Es wäre ärgerlich, wenn das Weiß jetzt über das ganze Ergebnis laufen würde, weil es zu flüssig ist. Das Weiß tupfe ich nun an einigen Stellen in dunklere Bereiche des Feuers, um dann im Endeffekt einzelne Punkte zu generieren. Dadurch simulieren wir einen Funkenflug. Ich finde das eigentlich ganz nett, muss man aber absolut nicht machen. Ja, und das ist dann also der fertige OSL mit dem komplett bemalten Zwerg. Für die Base habe ich jetzt leider keine Zeit mehr, die ist aber, wenn wir ehrlich sind, auch nach vielen von mir gezeigten Maltechniken entstanden, da war nichts Neues mit dabei. Das hat alles durchaus viel länger gedauert und war größer als ich gedacht habe, aber ich konnte selbst viel experimentieren. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wie ich finde. Ich hoffe doch sehr, dass ich euch mein Konzept von Feuer näher bringen konnte und dass es verständlich genug zum Nachmalen ist. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche da so gut wie möglich auf alles einzugehen. Nun dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sollte euch das Video und die Reihe gefallen haben, hey, dann lasst doch meinen YouTube-Kanal gerne ein Abo da und liked das Video, nicht? So, Zwerge kommt nun in die Vitrine und demnächst vielleicht auch aufs Spielfeld. Im Miniaturen-Kurz-Review habe ich heute etwas von der Firma, die auch lustigerweise die Miniaturen-Reviews für diese Staffel sponsert. Miniaturbemalung.de hat nämlich selbst einige Figuren mit am Start und die habe ich mir angeschaut, tatsächlich aber sehr, sehr kritisch. Nur weil man hier Sachen sponsert, heißt das nicht, dass man besser wegkommt. Das folgende Video wird euch präsentiert von Miniaturbemalung.de. Dieses Kurzreview ist vielseitig wie selten bisher. Der Bemalservice MP Painting Studio hat seit geraumer Zeit eigene Miniaturen im Vertrieb. Und drei der Figuren bzw. Bausätze schaue ich mir heute mal an. Das sind die Cat Owl, die Machine God Servant Statue und das Banditencamp. Ich sag doch, ist vielseitig. Alle Bausätze sind aus Resin und bestehen aus mehreren Einzelteilen. Naja, gut, nicht alle. Die Machine God Statue ist in der Tat in einem Stück gegossen worden. Dementsprechend musste diese auch nicht zusammengebaut werden. Etwas mehr muss allerdings beim Camp gemacht werden. Das besteht aus vielen Einzelteilen, so dass man sie entweder separat nutzen kann oder aber anordnen möchte, wie man will. Man muss zuvor aber einige der Dinge zusammenbasteln. Und das sind interessanterweise nicht die großen Modelle, wie die Zelte zum Beispiel, sondern die kleinen Dinge, wie den Topf oder die Streitaxt. Die Cat Owl hingegen besteht aus 7 Teilen, wobei eines davon die modellierte Base ist. Der Zusammenbau war relativ leicht, weil man eigentlich weiß, wo was hingehört. Allerdings muss man beim Kleben der Cat Owl aufgrund des Eigengewichts der Einzelteile entweder einen Aktivator nutzen, um nicht allzu lange die Klebestellen aneinander zu halten, oder man stiftet die Teile gleich. Ein wenig mit einem Skalpell muss man aber definitiv alle Teile nacharbeiten, da Gussnähte und Grate vorhanden sind, ist aber eigentlich im grünen Bereich. Nur bei den Flügeln der Cat Owl muss man etwas mehr machen und vorsichtiger sein, da die Gussansätze flächig auf der Seite der einzelnen Federn liegen. Dadurch ist die Gefahr, die Federn zu beschädigen, um einiges höher. Da sollte man vielleicht etwas Feingefühl mitbringen. Gerade am Banditenlager und der Cat Owl merkt man den Modellen an, dass sie klassisch mit der Hand modelliert wurden. Und das mag durchaus gefallen, da viele Flächen weniger perfekt, symmetrisch und geradlinig sind, sondern eher organisch wirken. Bei der Statue hingegen bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob der nicht eventuell ein 3D-Modell vorausgeht. Allen ist aber gemein, dass das Resin schön hart, aber nicht brüchig ist. Luftblasen konnte ich auf den modellierten Flächen keine entdecken und die Passgenauigkeit war bei den zusammenbaubaren Teilen okay. Dennoch würde ich empfehlen, die eine oder andere Klebestelle der Cat Owl auszubessern, da es hier wohl zu kleineren Lücken kommen kann. Das ist bei Resin aber nicht unnormal. Der Guss ist qualitativ sehr gut. Man sieht jedes einzelne Detail, es wirkt nichts verschwommen oder kaputt. Einzig die Statue wirkt vom Gusskontrast etwas flacher als die anderen Modelle. Und wenn man mit einem guten Kamerasensor und großem Zoom auf das Modell schaut, erkennt man hier und da die typischen Rillen vom 3D-Druck, wohl vom Master. Aber ganz ehrlich, das ist so fein,
Design, das fällt mit dem bloßen Auge überhaupt nicht auf. Eine direkte Designlinie kann man aufgrund der unterschiedlichen Bausätze jetzt nicht erkennen, aber eigentlich auch nicht voraussetzen. Die Statue passt wunderbar als Geländestück auf Warhammer 40.000 Spieltische und die anderen beiden Bausätze sind ideal für Rollenspielrunden oder Spiele wie Frostgrave. Die Katzeneule ist so designt, als ob sie gerade vom Boden abhebt. Mit ihren entspannten Vorderläufen und dem seitlichen Blick sieht das schon sehr gechillt aus. Das Lager mit all seinen Fellen, Ledern und kleinen Details liefert einen schönen archaischen Look, der wohl nicht nur für Banditen, sondern auch Abenteuergruppen oder sowas wie Orks funktionieren könnte. Naja, gut, die Schlafsäcke sind da vielleicht ein bisschen zu ordentlich, aber die Zelte würden von der Designsprache gut zu Orks passen. Also, wenn wir jetzt nicht unbedingt von Warhammer Orks ausgehen. Gut, die drei Modelle sind von Grund auf unterschiedlich und sprechen wohl auch unterschiedliche Zielgruppen an. Gerade die Statue ist mit ihrem knapp 100 mm Größe als Geländestück für 40k-Spieler lohnenswert. Das Modell liegt bei 19 Euro, was ich bei der Größe als angemessen empfinde. Vor allem Freunde von schweren Figuren dürfte das sehr freuen, da das Modell vollgegossen und nicht hohl ist. Die Cat Owl dürfte gerade Spiele wie Frostgrave bereichern, wobei ich da die Zielgruppe dann doch eher bei Sammlern und Rollenspielgruppen sehe. In meinen Augen ist das aber ein hübsches Modell mit einer sehr sympathischen Ausführung. Nur sollte man noch eine größere Base für das Modell haben, da das Tier an sich so viel wiegt und so exponiert steht, dass die mitgelieferte Base das Äulchen nicht hält und das Modell sonst umkippen würde. Und hier ein Kommentar meiner Kollegin, als sie die Katzeneule sah. Oh, ist die niedlich! Und 13,50 € sind preislich auch wirklich gut für das Modell. Das Lager ist für mich das kleine Highlight der drei Sachen. Gerade die Zelte und die Schlafsäcke sind sehr detailliert modelliert. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich das Lager als Ganzes auf eine Base packen soll, um es als Geländestück für diverse Spiele zu nutzen, oder ob ich mehrere daraus mache. Mit knapp 42 Euro ist das jetzt kein wirklicher Schnapper, aber die Qualität und auch der Vollguss der Zelte liegen auf der Habenseite. Ja, drei Bausätze, drei Themen, drei Meinungen. Wie ist es bei euch? Was haltet ihr von der Katzeneule, der Statue des Maschinengottes und dem Banditenlager? Wofür würdet ihr diese Dinge einsetzen? Inspiriert mich doch mal, ich bin da komplett ideenlos mittlerweile. Schreibt das mal in die Kommentare, es würde mich freuen. Der Kickstarter der Woche wird euch wieder präsentiert von Gregor. Danke, Gregor. Ich weiß genau, was du da machst. Der Kickstarter der Woche wird euch präsentiert von Gregor vom YouTube-Kanal 1000 für den Imperator. Dass Dennis eine ungesunde Slaanesh-Fixierung hat, ist ja eigentlich nichts Neues. Gregor befürchtet ja immer noch, dass Dennis diesen Fetisch irgendwann in ein Messer-Outfit umsetzt. Gregor, was heißt irgendwann? Ich habe deine Maße schon genommen. Aber wo wir schon beim Dämonenthema sind, passt der folgende Kickstarter eigentlich ganz gut dazu. Astro Demons vs. RAS. Ein Name wie aus einem drittklassigen B-Movie der 80er Jahre. Ich meine, Gregor, du kennst dich damit ja aus. Die Designs sind allerdings nicht aus den 80ern. Handelt es sich hier doch um durchaus ansehnliche Dämonendesigns. Die Minis werden aus Resin sein und Gregor freut es, dass in der Kampagne gezeigt wird, wie die einzelnen Bausätze zerlegt sind. Angetan haben es Gregor vor allem die Designs der Dämonen Alcor und Alcaid. Gerade Alcor mit den Flügeln aus Schriftrollen ist ein spannender Designansatz. Neben den Dämonen für jeden Geschmack gibt es aber auch jede Menge Panzer, die sich, ähnlich wie die Dämonen, in ihren Designs klar an die 40k-Spielerschaft richten, also Warhammer 40k, also Warhammer 40.000. Auch hier sind die Modelle hübsch, aber in diesem Fall nicht wirklich etwas Besonderes. Um mehr Varianz in die Panzerverbände des Astra Militarum zu bringen, findet Gregor sie aber sehr gut geeignet. Gerade der leichte Radpanzer ist deutlich hübscher als das Original von Games Workshop. So ganz billig sind die Minis aber nicht. Aber das ist bei Großmodellen aus Resin völlig legitim. 33 US-Dollar kostet ein Dämon oder Panzer. Warte mal, Gregor, 33 US-Dollar für ein Großmodell aus Resin? Das finde ich eigentlich im Vergleich relativ günstig. Gut, kommt natürlich auf die Qualität an. Stutzen lassen Gregor allerdings die Versandkosten. Das russische Space Legards Team gibt Versandkosten für 7 bis 9 Figuren aus Russland überall in der Welt mit circa 7 US-Dollar an. Aus der Erfahrung heraus findet Gregor den Betrag eher unrealistisch und man muss, da das Projekt nicht explizit EU-friendly ist, mit Zollgebühren rechnen. Wen das nicht abschreckt, der sollte sich Astro Demons genauer ansehen, denn die Designs taugen etwas. So, mir wird ja immer wieder gesagt, Dennis, mach doch mehr zu Brettspielen, immer nur Tabletop ist ja doof. Und ich habe gesagt, naja, aber Dice ist ja eigentlich eine Tabletop-Sendung, die soll sich um Tabletop kümmern. Und außerdem habe ich deswegen ja jetzt auch eine Livestream-Serie gestartet, alle 2 Wochen den Dice-Spieleabend auf dem YouTube-Kanal von Dice, wo wir unter anderem auch Brettspiele spielen, was natürlich jetzt gerade wegen dieser nicht so möglich ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ey, ich habe hier mein Brettspiel und da gibt's ein Review zu.
Stellt euch vor, die Welt wäre durch eine Katastrophe untergegangen und es gäbe keine Menschen mehr. Gerade aufs Datum geschaut. Ist vielleicht nicht der richtige Aufhänger. Okay, stopp, ich fange nochmal an. Stellt euch vor, ihr seid eine kleine niedliche Maus in einer Welt, in der alle Menschen nach einer Katastrophe plötzlich verschwunden sind. Aber leider sind nicht alle Probleme weg, denn der natürliche Überlebenskampf geht jeden Tag weiter. Gut, das klingt vielleicht besser, ne? Immerhin sind Mäuse niedlich. Aftermath ist ein Brettspiel der Firma Playtech Games und hat einige Aspekte von kooperativen Dungeon Crawlern. Natürlich hat es auch einige eigenständige Ideen, bedient sich dabei aber einer sehr interessanten Ausgangssituation. Die Spieler spielen Mäuse und andere Nagetiere, die um ihr Überleben kämpfen und versuchen, eine Siedlung zu managen. Dieser interessante Mix kommt nicht von ungefähr, denn Playtech Games ist doch die Firma, die Winter der Toten und Maus und Mystik gemacht hat. Das Spiel spielt nicht in einer mittelalterlichen Welt wie bei Maus und Mystik, sondern in einer postapokalyptischen Stadtwelt. Und so niedlich die kleinen Nager und ihre Namen auch sind, das Szenario und das Spiel hat es durchaus in sich. Zwischen 2 und 4 Spieler suchen sich je einen Charakter aus. Dabei handelt es sich um 4 Archetypen. Der Nahkampfkoloss, eine Meerschweinchendame mit dem Namen Grummel, der smarte Ganzlinger mit dem Namen Ringo, ein übrigens passender Name für einen Hamster, der glorreiche Anführer, die weiße Maus mit dem Namen Messiah und der schleichende Tod aus dem Hinterhalt, die Maus Whisper. Gemeinsam bestreiten die Spieler nun Abenteuer auf den Straßen der Stadt und erwehren sich üblen Ratten, fiesen Katzen und flinken Echsen. In klassischer Dungeon-Crawler-Manier bewegen die Spieler ihre Figuren von Feld zu Feld, um Loot einzusammeln oder Gegner zu bekämpfen. Und da zeigt sich auch schon das erste Mal der etwas andere Ansatz der Entwickler. Der Ansatz von Aftermath ist schon ein anderer als bei uns vielen bekannten Dungeon-Crawlern wie Descent, Massive Darkness oder bei Warhammer Quest. Klar, es gibt bei all diesen Beispielen Kampagnensysteme, welche die Spiele miteinander verbinden. Doch die Verknüpfung der einzelnen Missionen ist bei Aftermath viel enger und allgemeiner verknüpft. Das beginnt schon mit der Spielfläche selber. Diese besteht nämlich nicht aus unterschiedlichen Pappbögen, die man zusammenlegt, um ein Spielfeld zu generieren. Es gibt stattdessen ein dickes Abenteuerbuch, auf dessen Seiten einzelne Spielfelder aufgedruckt sind. Auf diesen wird dann gespielt. Dabei sind die Felder gar nicht mal so groß. Dafür besteht aber jede Mission aus verschiedenen dieser Spielfeldseiten, die anhand der Geschichte miteinander verknüpft sind. Wie bei alten Solo-Rollenspielen oder auch Deduktionsspielen gibt es verschiedene Ereignisse, die auf dem Feld passieren können, die je nach Auftrag und aktuellen Kampagnenstand ausgelöst werden oder aber halt auch nicht. So kann es sein, dass einige Ereignisse erst eintreten, nachdem man einen bestimmten Ausgang der vorherigen Karte genommen hat oder eine bestimmte Untersuchung gemacht hat. Auch kann es passieren, dass Gegnerfiguren die Spieler von einer Seite auf eine andere Spielfeldseite verfolgen und somit die neue Spielfläche erschweren. All diese Missionen werden durch einen Stadtplan verknüpft, auf dem man sich theoretisch frei bewegen kann, um den nächsten Ort aufzusuchen. Das ergibt logischerweise nur bedingt Sinn, denn jeder Ortswechsel und auch einige Events kosten Zeit. Man sollte eine Mission innerhalb eines gewissen Zeitrahmens schaffen, denn sonst kann das verheerende Folgen für die eigene Kolonie haben. Jede der Quests gibt einen Zeitrahmen an, bis wohin der Zeitzeiger wandern darf. Ist dieser Zeitpunkt erreicht oder überschritten, weil man zum Beispiel trödelt, ein Held zu oft gestorben ist oder einen falschen Weg eingeschlagen hat, dann ist die Mission nicht zwangsweise gescheitert. Allerdings löst zwischen den Missionen jeder Zeitpunkt über dem Soll ein unangenehmes Ereignis aus. Und das ist relativ wichtig für das eigentliche Spielziel. Man soll nämlich darauf achten, dass die eigene Kolonie nicht stirbt. Und dies kann passieren, indem die Moral der Kolonie oder einfach deren Einwohnerzahl genullt strebt. Tritt eines dieser beiden Ereignisse ein, dann ist das komplette Spiel vorbei. Ob eine Figur stirbt oder nicht, ist relativ egal. Wichtig ist, dass die Kolonie überlebt. Die Spieler finden in den Missionen Ressourcen wie Zahnräder oder Käse, welche sie zwar selbst nutzen können, um ihre Helden zu stärken, aber auch unabdingbar für die Kolonie sind. Zum Beispiel zählt Käse in Aftermath als Nahrung. Ist nicht genügend Nahrung für die Bewohner der Kolonie übrig, sinkt die Moral. Sollte man in einer Mission zu lange brauchen, dann treten halt die schon erwähnten Zufallsereignisse ein. So kann es zu einem Überfall anderer Gruppierungen kommen oder Essen verfault. Das Ergebnis ist meist das gleiche. Bevölkerung, Nahrung und die Moral sinken. Um genau das zu verhindern, können die Spieler Gebäude in ihrer Kolonie bauen. Diese Gebäude kosten Zahnräder, die man halt in den Missionen findet, und liefern einige Boni für die Kolonie selbst, für die Gruppe oder für einzelne Spielerfiguren. Und außerdem schützen einige der Gebäude dann auch noch vor den Auswirkungen dieser Ereignisse. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Wasserpumpe. Die gibt der Kolonie einen Bonus auf die Moral von 3 und verhindert Bevölkerungsverlust durch eine Hitzewelle.
Das Kampfsystem geht auch hier ein paar andere Wege. Jede Interaktion mit der Umwelt erfordert eine Probe. Die kann auf Nahkampf, Fernkampf, Intelligenz oder Verteidigung basieren. Pro Zug kann jeder Charakter eine gewisse Anzahl an Aktionskarten ziehen. Diese sind in die eben benannten Profilwerte unterteilt und liefern noch eine Zahl mit, die angibt, wie stark diese Karte ist. Um bei einer Probe erfolgreich zu sein, muss der Spieler einen Kartenwert aus der Hand spielen, der das Symbol der Probe trägt und gleich oder über dem Zielwert der Probe liegen. Also, als Beispiel wäre hier jetzt ein Nahkampf. Der Charakter kann jetzt also nur Hanteln oder Jokerkarten einsetzen, um die Probe zu bestehen. Die Verteidigung des Gegners ist 4, also muss der Spieler Hantelkarten in einem Wert von 4 oder mehr ausgeben, um Schaden anzurichten. Das ist eine etwas ressourcenlastigere Art, den Kampf zu gestalten, der aber auch eine gewisse Frische ins Spiel bringt, aber dennoch etwas mehr Zufall zulässt als reine Würfeln. Denn es kann durchaus dazu kommen, dass man am Anfang der Runde, wenn man Karten zieht, nicht eine vernünftige Karte hat für die Aktion, die man in dieser Runde machen möchte. Hinzu kommt natürlich noch ein weiterer Zufallsfaktor. Ja, es gibt dann doch Würfel, und zwar Spezialwürfel, die Proben schwerer oder leichter machen, je nachdem, was gewürfelt wird. Und das muss nicht unbedingt jedem gefallen. Eine dafür enorm liebenswerte Spielmechanik ist die, die Gegner nicht unbedingt bekämpfen zu müssen, sondern sie auch überreden zu können, Teil der eigenen Kolonie zu werden. So muss man zum Beispiel auf das Feld einer Figur aufgehen und eine Intelligenzprobe bestehen. Wenn man diese schafft, nimmt man die Figur vom Spielfeld weg, also im Endeffekt wie nach einem Kampf, nur dass man sie dann zur Bevölkerung der eigenen Kolonie hinzuaddiert. Vorausgesetzt, dass man das alles machen kann, ist natürlich, dass der aktuelle Missionsstatus auf sicher geschaltet ist. Auf der Spielfläche gibt es viele Events, die entweder ausgelöst werden, wenn man ein Feld betritt, oder andere Aktionen wie Durchsuchen ausführt. Dabei kann das Vorgehen auf einer Map sich stark unterscheiden, sobald der Situationswert von sicher auf gefährlich geändert wird. Dann können nämlich die Gegnerfiguren zum Angriff übergehen oder andere Effekte können eintreten, je nachdem, was das Abenteuerbuch sagt. Und das ist eh der prägende Faktor des Spiels. Denn im Abenteuerbuch sind nicht nur die Spielflächen und Hintergrundgeschichten, sondern auch levelbedingte Anweisungen. Das ist zwar viel Text, liefert aber eine Menge Atmosphäre und lässt das eigentliche Regelbuch dafür mit 11 Seiten relativ dünn wirken. Die Spielutensilien von Aftermath sind qualitativ durchaus gut und auch durchdacht. So sind zum Beispiel wiederverschließbare kleine Plastikbeutelchen enthalten, um zum Beispiel die Marker und Karten zu sortieren. Außerdem gibt es noch kleine Pappschachten, die mit dabei sind, die einen die Charaktere und den Kampagnenfortschritt zwischen den Spielsessions abspeichern lassen kann. Ein besonderes Augenmerk verdienen aber auch die Miniaturen von Aftermath, denn die sind in zweierlei Hinsicht besonders. Nicht nur, dass sie von der Gussqualität und dem Comic-Look einen außerordentlich guten Eindruck machen, sie sind zusätzlich auch noch vorschattiert. Das heißt, dass die Vertiefungen abgedunkelt sind, wodurch eine enorme Plastizität erreicht wird und alle Details gleich schon beim Auspacken zur Geltung kommen. Hinzu kommt noch die beeindruckende Größe der mitgelieferten Katze namens Smokey. Klar, man kann die Miniaturen hinterher auch ganz normal anmalen, sollte dann aber logischerweise auch noch ein paar Gussgrate entfernen, die sind nämlich bei den Figuren vorhanden. Aber so machen die Minis auf dem Spielfeld auch ohne Bemalung schon einiges her. Von Aftermaths Äußeren sollte man sich auf keinen Fall täuschen lassen. Ja, die Namen, die Figuren und auch die Artworks sind relativ niedlich gehalten und auch die Geschichten haben etwas von einer naiven Knuffigkeit. Allerdings hat diese Überlebensthematik und die Postapokalypse in Kombination mit den Entscheidungen, die man während der Kampagne treffen muss, ja, das ist nicht ganz so ohne. Also als Beispiel sind die Missionen am Anfang noch relativ leicht, vielleicht schon zu leicht gehalten. Allerdings wird es später doch sehr, sehr schwierig, sich zu entscheiden, ob man die Ressourcen, die man sammelt, nun einsetzen möchte, um die Helden in den Missionen stärker zu machen, oder sie anspart, um zu versuchen, dass die eigene Kolonie nicht wegstirbt. Diese Spielmechaniken sind an sich nichts Neues, verbinden sich aber zu einem charmanten Ganzen, der gerade Freunden von Geschichten mit dem Gefühl für Progression gefallen dürfte. Auch dass viele Spielelemente erst nach und nach in die eigentliche Spielmechanik integriert werden, liefert ein schönes Gefühl des Fortschritts. Hinzu kommt noch das liebevolle Design und die hochwertigen Miniaturen aus PVC. Es ist ganz klar. Aftermath ist ein Kampagnenspiel und sollte auch so betrachtet werden. Eine Einzelmission kann man zwar spielen und sich an den kreativen Einfällen der Missionen und Locations erfreuen, sein eigentliches Potenzial zeigt das Spiel allerdings erst, wenn der Aspekt der Kolonie mit reinspielt. Ja, und das ist halt die Kampagne. Gut, und das war jetzt meine Meinung dazu. Was denkt ihr aber über Aftermath? Ist das interessant für euch oder eher nichts für euch?
Ich persönlich finde es ja dann doch überraschend ansprechend, auch wenn ich auf den ersten Blick ja ein bisschen abweisend auf das Ganze reagiert habe, weil es so niedlich wirkte. Aber ich kann wirklich kaum abschätzen, was andere oder vor allem ihr davon haltet. Schreibt mir das doch einfach mal gerne in die Kommentare. Wer hat an der Uhr gedreht? Nun, ich war es bestimmt nicht, Paulchen Panther vielleicht eher, wobei ich glaube, er war es auch nicht. Er ist zumindest auch schön rosa, ich nicht so ganz. Egal, nächste Woche Samstag geht es weiter auf Rocket Beans TV mit Deist um 18 Uhr und am Dienstag darauf logischerweise wird dann die Sendung auf dem YouTube-Kanal von Deist stattfinden. Genauso wie diese Sendung jetzt hier, die könnt ihr ab kommenden Dienstag auf YouTube anschauen, auf dem YouTube-Kanal von Deist zusammen mit allen anderen 131 Folgen, die bisher von Deist gelaufen sind, plus tageweise weiteren Videocontent zum Tabletop-Stuff. Das heißt, wenn ihr jetzt die erste Folge geschaut habt und nächste Woche die nächste schauen wollt und dazwischen voll die Miniaturen-Jeeper habt, ihr habt genügend Material, um die ganze Woche zu füllen. Außerdem gibt es noch meine Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook oder Twitter, wo ihr mal reinschauen könnt, denn dort gibt es immer wieder ein paar, naja, nicht so intelligente Gedanken von mir, aber oft sehr viele Informationen, woran ich gerade arbeite, ein paar Miniaturen und oft könnt ihr dann einen kleinen Blick dorthin werfen, was vielleicht demnächst bei Deist kommen wird. Lasst gerne einen Kommentar unter diesem Video bei YouTube da, gebt meinem Kanal ein Abo, das würde mir sehr, sehr helfen und empfehlt Deist weiter. Aber wenn ihr Kommentare schreibt, ihr wisst ganz genau, seid nett zueinander, auch da draußen bei den ganzen Leuten, die alle verrückt geworden sind. Seid nett zueinander, denn sonst gibt es Krav Maga für alle. Und das kann keiner wollen. Und ich? Ich gehe jetzt in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Deist supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Deist-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Deist und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Deist hängt.